Als Antwort auf die Anschläge des 11. September 2001 ruft die US-Regierung den Krieg gegen den Terrorismus aus. Mit dessen Folgen Jeff Montrose drei Jahre später als Infanterieoffizier und Zugführer im Irak-Einsatz konfrontiert wird. Unter amerikanischer Besatzung des Irak herrscht zwischen den Fronten ein Krieg, auf den niemand vorbereitet war. Im Kampf gegen einen oft unsichtbaren Feind und in den wirren, planlos wirkenden Militäroperationen bricht auch in Jeff Montrose ein Kampf aus. Das Leiden und Sterben von Zivilisten, der Verlust von Kameraden, die Willkür zwischen Überleben und Tod, seine eigene Verrohung als Soldat und die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Auftrags bringen ihn dazu, seine Militärkarriere zu beenden. Für den Neuanfang in Bayern lernt Jeff Montrose Deutsch und stellt sich der Aufarbeitung des Erlebten. Das Ergebnis ist dieses Buch. Montrose nimmt den Leser mit auf seine verstörende Irrfahrt durch seine ebenso grausamen wie vielschichtigen Erfahrungen als Kampfsoldat im Irakkrieg, aber auch durch die trüben seelischen Belastungen nach dem Krieg bis zu dem Abgrund einer fremden Sprache kämpft, um seine Geschichte auf Deutsch erzählen zu können. In der Wüste des Wahnsinns ist die berührende Geschichte eines Mannes im Streit mit einem unsichtbaren Feind in einem Krieg, der kaum Sinn ergibt, und eines Mannes in dem zermürbenden Widerstreit zwischen Pflicht und Gewissen.